Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic Commando von Count Mooku und wir setzen hier fort direkt zur nächsten Mission. Die Res Prosecutor. Mehr als ein Jahr voller Kämpfe hat die Streitkräfte der Republik gefährlich geschwächt. Das Delta-Team wird ständig für immer gefährlichere Missionen benötigt. Im Außenbereich des Separatistenraums ist ein vermisstes Angriffsschiff wieder aufgetaucht. Die Veteranenkommandos des Delta-Teams werden ausgesandt, um der Sache nachzugehen. Ja, und losgehen kann's! Tag 367, Klonkriege, Kaikin-Nebel. Vielleicht erkennen Sie Ihr nächstes Ziel. Die Prosecutor, ein republikanisches Angriffsschiff der Akklimator-Klasse. Sie untersteht Captain Stinnett. Die Prosecutor war unsere erste Heimat. Wir waren lange auf ihr stationiert. Zuletzt hat sie im Corellia-Sektor republikanische Handelswege gegen die Separatisten verteidigt. Wir haben vor über 2 Wochen den Kontakt mit ihr verloren. Das darf nicht wahr sein. Haben die sich etwa selbstständig gemacht? Unwahrscheinlich. Bei allem Respekt, Sir, das könnte eine Falle sein. Eben deshalb schicken wir unser bestes Team, um der Sache nachzugehen, Delta 4-0. Ihre ausgezeichnete Arbeit auf Geonosis ist nicht unbemerkt geblieben. Hast du gehört, Sieben? Jemand hält mich für ausgezeichnet. Naja, dann mal willkommen im Club. Ja, 6-2. Delta Team, bereiten Sie sich auf niedrige Schwerkraft vor. Versiegeln Sie Ihre Anzüge. Viel Glück. So, und auf geht's. In den Weltraum. Und zwar rüber zur Prosecutor. Erkundung des Geisterschiffs. Kommandos arbeiten als Team, doch einzeln sind sie genauso tödlich und effizient. Wegen der gewaltigen Ausdehnung des Raumschiffs hat sich das Delta-Team aufgeteilt. Ihre beste Hoffnung ist, schnell und leise das Schiff zu durchqueren und ihre Aufgaben zu erfüllen. Ja, die Prosecutor, ein Schiff der Akklimator-Klasse, der hat übrigens falsch ausgesprochen, ihr habt es gemerkt, er hat Akklimator gesagt, kommt wahrscheinlich von dem englischen Wort halt, egal. Zumindest war das das Schiff, auf dem die Deltas normalerweise stationiert waren, bevor sie jeweils zu ihren Einsätzen aufgebrochen sind, und das wurde halt entführt und jetzt müssen sie der Sache nachgehen und ich kann euch sagen, das wird ziemlich spannend. Ein bisschen Horrorverschnitt, leicht, naja, mehr oder weniger. Es gibt gewisse Schreckmomente, zumindest das erste Mal, wenn man es durchspielt. Aber ich will hier nicht allzu viel quatschen, sondern mal loslegen. 3-8, jedes Mitglied des Delta-Teams wurde zu einem der 4 Datenkerne geschickt, um wichtige Informationen sicherzustellen. Ihr Primärziel ist der Flugschreiber des Datenkerns 8 an. Stoßen Sie anschließend zu Ihrem Team, wir holen Sie dann ab. Darüber hinaus werden Sie Ihre Leute nach Bedarf bei der Ausführung Ihrer Befehle unterstützen. 07 hat Befehl, die Logdateien des Datenkerns auf Steuerbord zu sichern. Delta 4-0 kümmert sich um den Datenkern auf Backbord. Ihr Frachtlisten und... No. Deltas, die Verbindung zum Berater ist gestört. Hat einer von Ihnen noch Kontakt? Kein Signal, Sir. 07 Ende. Ich höre nur Rauschen, Boss. 6-2 Ende. Negativ, Teamleader. 4-0 Ende. Ich wüsste gerne, was da los ist. Das ist nicht wichtig, oder, Sir? Stimmt, 4-0. Sobald die Leitung wieder steht, wird er sich wieder melden. Wir müssen bis dahin ein paar Daten besorgen. Ausschwärmen, Deltas! Gut, ihr habt gesehen, sie sind abgeflogen und wir haben keinen Kontakt mehr. Das gibt schon ein kleines Horror-Feeling, kann man so sagen, denn es wird so weitergehen und so, da spoilere ich jetzt mal nichts. Wir sind hier jetzt in der RAS Prosecutor, also RAS steht für Republic Attack Ship, glaube ich, also republikanisches Angriffsschiff, lässt sich so leicht ins Deutsch übersetzen und wir sind hier in einer Protonentorpedoröhre gelandet, ja. Und wir müssen mal schauen, wie wir jetzt rein ins Schiff kommen und herausfinden, was hier eigentlich los ist. Hier brennt was. Also irgendetwas muss passiert sein. Mal schauen, was hier draußen so ist. Nichts als nur Sterne und Planeten. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Luke öffnen können. Wir kennen sie ja. Übrigens, die Schrift darauf ist Basic. Das kann man übrigens auch erlernen. Also Basic zu schreiben ist allerdings gar nicht mehr so einfach. Und hier geht die Luke auf.
Und schaut mal, was hier Nettes rausgeflogen kommt. Ihr seht's. Wenn ich noch wüsste, wie diese Viecher geheißen haben. Naja, das sind zumindest diese Fliegeviecher, die hier in den Technikräumen oder an Raumschiffen kleben. Die Star Wars Episode 5 gesehen haben, wissen, was ich meine. Ziemlich eklige Viecher, die Stromkabel durchbeißen, weil sie das irgendwie essen können, warum auch immer. Er wird es hier, glaube ich, gleich erwähnen. Minox im Torpedolager. Genau, Minox. Erteilen wir unseren diebischen Freunden eine Lektion in Sachen Disziplin. Deltas, Statusbericht. Vitaldaten? Hier 07. Ich hab nichts. Hier Delta 4-0, noch keine Vitaldaten. Hier 6-2, nur von den Minox, Sir. Erbärmlich. Wenn sich das Ungeziefer weiter durch die Leitungen frisst, ist das Schiff bald nur noch ein Haufen Schrott. Ihr habt's gehört, keine Vitaldaten. Vitaldaten sind ja die Gesundheitsanzeigen, das heißt, kein lebender Klon mehr in diesen Bereichen hier. Zumindest in den Torpedolagern. Das ist schon mal nicht sehr gut, wie wir wissen. 462, ich habe ein paar Interferenzen auf meinem Visor. Jetzt sind sie weg. Seltsam. Ja, hier ist ein Klon tot auf dem Boden mit Munition. Und war es jetzt 4-0, glaube ich, ja, der Interferenzen hatte. Ja, das verspricht ja schon einiges. Interferenzen. 6-2 nochmal. Ich habe wieder Interferenzen. Diesmal sind sie stärker. Kann fast nicht sehen. Was ist das? Ah! 6-2. 6-2. Delta 6-2. Hören Sie mich. Bitte melden. Hau ab, du verdammter Blechhaufen. 6-2. Deltas, ich habe 6-2 verloren. Ist jemand in der Nähe, um nach ihm zu sehen? Bitte melden. Negativ, Sir. Ich muss aufpassen, Sir. Ja, ihr habt's gehört, 6-2 hat's erwischt, respektive wir hören nichts mehr von ihm. Und jetzt kommt auch ein bisschen der Horroraspekt, hier wird dunkel und wir haben nur unsere Nachtsicht. Na, das wird lustig. Vor allem, weil wir nicht wissen, was hier lauert. Laut 6-2 sollen es ja Blechhaufen sein, vielleicht Droiden, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall müssen wir tierisch aufpassen, denn was 6-2 erwischt hat, kann auch uns erwischen. Wir müssen wirklich aufpassen hier. Wer ist hier auf dem Schiff? Und was hat es sich hier mit auf sich mit diesem Blechhaufen? Wir können das Visor wieder ausschalten, respektive die Nachtsicht. Sicht. Ein Klon. Hey, ein Kommando, Gott sei Dank. Was ist hier passiert? Keine Ahnung, ich wollte gerade die Wartungsschächte scannen, als ich Blasterschüsse hörte. Ich bin sofort losgelaufen, aber als ich ankam, waren alle tot. Also haben Sie sich im Torpedolager versteckt? Nein, Sir, ich wollte einen Torpedo abfeuern, um die Republik zu warnen. Aber jetzt sind Sie ja da. Tausend Dank für die Rettung. Schaut mal her. Diese Dinge sind auch für die Interferenzen verantwortlich. Aber hier ist eine panzersicherte Scheibe, wie auch immer, wie nennt man das? Kugelsicher, um genau zu sein. Ziemlich stabil. Können wir leider nichts machen, der ist jetzt tot, der Trooper. Zumindest wissen wir jetzt, dass hier solche, Fliegedinger rumgurken. Aber das macht die Lage auch nicht besser. So ab in den taktischen Modus. Wir müssen wirklich aufpassen. Ihr könnt in jeder Ecke irgendetwas haben. Wir müssen wirklich aufpassen. Was ist dort vorne? Hier wird doch geschossen. Ein Klon. Und er wurde gekillt und... Ihr merkt, ich kenne das Spiel schon, ist ein bisschen dämlich, wenn man es kennt, weil man dann schon die ganzen Schreckmomente weg hat, aber... Diese Dinger wollten mir ein Loch in den Kopf bohren. Hier kommen sie. Deltas, ich glaube, ich weiß, was mit 6-2 passiert ist. Eine Art Sammler-Droide. Achten Sie auf Interferenzen. Fixer, suchen Sie weiter nach 6-2, das soll keine Drei-Mann-Show werden. Tja,
ja, ihr seht, diese Psycho-Dinger hier schießen mit Blitzen auf einen. Und vor allem, wenn sie sterben sozusagen, besser gesagt, wenn sie merken, sie sind sowieso platt, dann machen sie einen auf Suizid und rammen einen. Und das, was er vorher erwähnt hat mit dem Loch in den Kopf bohren, ja, wenn sie zu nahe sind, dann fahren sie ihre Bohrer aus und das heißt, wow, falsche Taste, dann bohren sie einen wirklich ein Loch in den Kopf, sofern man das nicht verhindert, und wieso geht die mittlere Maustaste nicht mehr? So. Irgendwo müssen noch von diesen Viechern sein, denn ich habe ziemlich starke Interferenzen. Oder ist das von dem... Ach, das ist wirklich von dem taktischen Modus. Also den restlichen Modus, den wir hier auch noch haben. Das benutzt ja das restliche, das hier noch rum ist und generiert uns ein halbwegs anständiges Bild. Was haben wir denn hier vorne? Hier wird wieder geschossen. Ohne hier unten. Leider können wir sie nicht rufen. Los, los, los! Aber gegen wen kämpfen sie? Wir haben hier einen toten Trooper, Deltas. Wie es aussieht, lauern auf diesem Schiff nicht nur Droiden. Na Halleluja, da habt ihr's. Ihr habt's gewollt und ihr habt's bekommen. Das ist ja mal toll. Weiter so, Kleiner. Egal, wer das Schiff gestohlen hat, er hat ja einiges geändert, Deltas. Der Flur zum Datenkern auf Achtern ist blockiert. Ich hoffe, Sie kriechen gerne, Sir. Wir müssen nämlich durch die Droidenzugangsschächte. Das ist der einzige Weg. Großartig. Vielleicht müssen Sie sich reinhacken. Na toll. Auf jeden Fall lauern hier nicht nur Droiden, wie ihr gehört habt. Es kann besonders lustig werden. Und schauen, hier hat es auf jeden Fall Munition. Und dann schauen wir mal. Wie schon gesagt, wer hier auch war oder auch noch ist, hat hier wirklich einiges verändert. Hier sind die Gänge blockiert, es sind Programme uminstalliert worden, respektive. Es wurde alles hier technisch auch geändert. Ja, ich weiß, das habe ich auch schon gewusst. Wow! Komm mir nicht zu nahe, du Mistvieh. Denn ich habe nicht gerne ein Loch im Kopf. Wieder ein paar Droiden für den Schrotthaufen. Wie immer. Naja, auf jeden Fall müssen wir schauen, was hier passiert ist und wer hier alles geändert hat. Wer die Droiden hier raufgebracht hat und was das Ganze mit der Entführung zu tun hat. Geschafft. Die Schächte müssen in die Nähe des Steuerbordkerns führen. Genau zu mir. Okay, warten Sie. Wir treffen uns am Kern. Perfekt. Dann gehen wir zu Seth, aber erst in der nächsten Folge. Das war Let's Play Star Wars Republic Commando von Captain. Bye bye.